Hallo und herzlich willkommen bei Fragrance Couple. Ich bin John. Ich bin Steffi. Und was haben wir heute? Heute suchen wir den G-Punkt. Okay. Und zwar ein richtig cooles Parfüm, was wir im TK Maxx gefunden haben. Mhm. Unisex von Narvengold in einem Eau de Toilette. Cool. 100 Milliliter. Lass ihn uns riechen. Der G-Punkt. So, ich sprühe es, willst du es hier auch mal aussprühen? Das ist ja ein Unisex-Duft. Kann man machen. So, ich sprühe mir das mal hier oben hin. Ja, sehr so. Zitrisch. Ja. Riecht das sehr, riecht sehr fresh, ne? Guck mal, wie wir da sitzen. Wir haben euch auch mal die Noten rausgesucht, und zwar die Kopfnote ist Grapefruit, mhm. Schwefel, Pfeffer, Ingwer und Limette. Mhm. Ne? Das ist dann dieses ganze Zitrische, also diese Grapefruit und Ingwer, riecht man gut raus. Dann die Basisnote, erst die Herznote ist Jasmin, Sambak, Rose und Orangenblüte. Mhm. Und die Basisnote ist Zedernholz, Ledernoten, Vetiver, Patchouli und Kakao. Kakao? Ja. Ja, lecker. Kannst du uns was zur Haltbarkeit sagen? Also, Ich glaube, bei dir. Ich glaube schon, oder? Es ist doch immer so. Ja. Also zur Haltbarkeit, ich habe den mal ein bisschen getragen und ich muss sagen, der ist doch einige Stunden präsent. Ja? Ja, hätte ich gar nicht so erwartet, weil diese Marke sagt mir auch überhaupt nichts oder habe ich vorher auch nicht gekannt. Und ich bin noch positiv überrascht, scheint eher so ein Nischendüftchen zu sein. Ja. Ja. Und ja, also einige Stunden ist auf den Verlass. Hm. Welchen Anlass würdest du denn jetzt tragen? Ich hatte ihn in der Sauna getragen. Oh, cool. Ja, es erinnert mich auch so ein bisschen an Sauna. Mhm. Ja, tatsächlich in der Freizeit. Ja, draußen rumgehen ist ja ein sehr sommerlicher Duft auch. Ja. Durchaus. Geht aber auch für andere, für Wärme. Auch bei mir drauf, ne? Stimmt, aber. Muss mit den Erbschen reichen. Geht auch in den anderen Jahreszeiten fit, würde ich sagen, weil der eben ja einfach auch diese anderen Sachen drin hat, ne? Mhm. Orangenblüte und so, ist ja auch alles sehr winterlich. Ja. Okay, cool. Kommen wir mal zur Bewertung. Ja. Möchtest du anfangen? Willst du vielleicht nochmal bei mir riechen? Mhm. Bei dir rieche ich den irgendwie kaum. Nicht? Ne? Bisschen, ja. Bisschen. Aber so viel Unterschied ist selbst bei uns gar nicht drin, finde ich. Ja. Oder? Das geht. Das geht. Geht. Soll ich anfangen oder du? Du kannst gerne anfangen. Okay. Also ihr wisst ja, ich stehe ja nicht so hardcore auf zitrische Düfte, weil die mich immer an so einen Klostein erinnern. Das ist halt leider so. Aber dieser, also das ist mein absoluter Lieblings-Zitrusduft und von daher kriegt er von mir eine 8. Cool. So. Ja. Eine 8. Ja, und für die Haltbarkeit, ich finde ihn voll nice. Ja? Mhm. Hier, ich würde ihm eine 7 geben, ne? Weil ich habe auch so ein Narvengold-Parfüm. Mhm. Zeigen wir euch auch nochmal in einem späteren Review. Und die Haltbarkeit ist halt nicht so gut. Also sie ist okay. Aber nicht außerordentlich perfekt. Okay. Ja. Und der Duft an sich ist auch sehr gut. Ne? Aber für mich halt wirklich nur eine 7. Ich würde jetzt nicht sagen, der ist besser wie andere zitrische Düfte, die es gibt. Okay. Ich habe ja ein paar zitrische hier. Stimmt. Ne? Zum Beispiel, zuletzt hat mir das Versace Pour Homme Reviewed. Das verlinken wir euch mal hier drüben. Oder da. Irgendwo. Könnt ihr euch mal anschauen. Und genau. Der wäre jetzt für mich besser wie der. Okay. Ja. Ja, da ist ja irgendwas drin, was ich nicht so haben kann. Aber hier, den finde ich halt ganz nice, ne? Ja. Und du, wir waren ja zusammen in der Sauna und du erinnerst dich, dass Stunden später immer noch meine Klamotten nach diesem Parfüm gerochen haben. Hm. Und von daher, der ist schon einige Stunden präsent. Okay. Finde ich nicht schlecht. Gut. Ja. Haben wir also den G-Punkt gefunden? Ja, haben wir. Sehr gut.
Sehr gut. Kennt ihr den Duft? Habt ihr den Duft? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi. Dicky Punkt, Dicky Punkt, Dicky Punkt.